Willkommen zum fünften und letzten Teil unseres Videotests. Wir testen das LG P880 Optimus 4X HD und wir wollen uns die Multimedia-Einstellungen von diesem Gerät einmal genauer anschauen. Und wie immer beginnen wir natürlich mit dem Musikplayer. Hier haben wir schon mal eine Musik-Widget. Einmal auf Play drücken und ihr kommt direkt zur Playlist. Hier auf der linken Seite die Lautstärke-Wippe. Und dann müsste es eigentlich direkt losgehen. Ich höre jetzt noch nichts. Das bedeutet, wir gehen mal auf den Musikplayer und schauen wir mal, was hier los ist. So, hier habt ihr das Albumcover. Könnt auch von so mit Wischen einfach zum nächsten Lied springen. Hier könnt ihr natürlich auch die Pfeiltasten benutzen. Dann habt ihr hier den Dolby Mobile Sound, den ihr einschalten könnt. Da braucht ihr aber Kopfhörer für. Auch hier kommt ihr wieder direkt zur Lautstärke. Könnt ihr aber auch über die Wippe machen, wie gesagt. Zufallswiedergabe, wiederholte Wiedergabe. Was ist das hier? Zufallswiedergabe habt ihr hier, wiederholte Wiedergabe, Liedtext, wenn der verfügbar ist. Und dann haben wir hier einfach eine Liste als Wiedergabe. Also Playlist könnt ihr auch gleich speichern. Gehen wir mal zurück. Pausieren wir das Ganze mal und schauen mal, wie wir hier rauskommen. Also das ist das Album, seht ihr hier. Hier seht ihr den aktuellen Titel und dann könnt ihr auch noch weiter zurückgehen. Dann habt ihr hier die Alben sortiert, nach Titel sortiert, ansonsten noch nach Interpreten sortiert natürlich und Playlist sowie Ordner. Wenn ihr jetzt einen Song gestartet habt, machen wir das nochmal. Und hier auf Optionen geht, habt ihr noch weitere Einstellungen. Suchen zu Favoriten hinzufügen, Bibliothek, Smart Share zur Playlist hinzufügen, löschen, weiterleiten, als Rufton verwenden, Info, Einstellungen. Also der Sound ist relativ klar, das Gerät ist sehr laut und es verzerrt jetzt nicht wirklich. Also wenn ihr wirklich wollt, könnt ihr auch mit diesem Gerät laut Musik hören. Zumindest in geschlossenen Räumen funktioniert das hier super. Machen wir hier, ach, das war jetzt Favorit, Pause. So. Was wollen wir uns noch anschauen? Natürlich den Play Store, habe ich gesagt, dass ich euch den einmal zeige. Den habe ich auch schon öfter gezeigt für die Leute, die ihn noch nicht kennen. Hier bekommt ihr einen Überblick, Spiele, Apps, Bücher und dann ein paar vorgeschlagene Sachen, die direkt von dem Play Store direkt vorgeschlagen werden. Spiele zum Beispiel, drücken wir mal drauf. Was haben wir hier angesagt? Hier wieder so die wichtigsten sozusagen. Dann habt ihr hier Top-Kostenpflichtig, Top-Kostenlos, Erfolgreichste, Top-Kostenpflichtig neu, Top-Kostenlos neu. Ja, damit ihr mal einen Überblick bekommt, was ihr hier so für Top-Kostenlose Apps runterladen könnt oder Spiele, das ist ja für den einen oder anderen schon wichtig, warum man sich so ein Gerät kauft. Angry Birds ist zum Beispiel kostenlos, genauso wie Fruit Ninja und was wir hier noch so finden, Angry Birds Season, ja, alles Mögliche hier. Das Ganze auch nochmal für die Apps, damit ihr auch hier einen kleinen Überblick bekommt. Angesagt, topkostenpflichtig, Soundhound hier, aber dann auch noch topkostenloses Soundhound auch da. Da habt ihr dann Öffis zum Beispiel, auch wieder Angry Birds, Amazon, WhatsApp natürlich kostenlos und wichtig, diese App zu haben heutzutage. Skype, Facebook Messenger, Shazam, Deutsche Bahn, also Barcode-Scanner und so weiter. Alles, was man braucht. Viber, auch sehr wichtig, um kostenlos telefonieren zu können über WLAN. So, wenn wir schon bei Musik sind, testen wir einmal Shazam. Die App habe ich heruntergeladen, kennt ihr bestimmt auch schon. Da könnt ihr quasi nach Liedern suchen. Also wenn ein Lied im Radio läuft, einfach anmachen. Dann sagt das Lied euch, welcher Interpret das war, beziehungsweise wie der Titel heißt. Hier die Tags werden auch gespeichert, Chat und Freunde habt ihr hier. Und dann starten wir das Ganze einfach mal. Das war jetzt zu schnell, weil noch kein Lied lief. So,
So, und das ging relativ schnell. Jetzt seht ihr hier, James Blake, Limit to Your Love, senden YouTube-Video, Play-in, Spotify, Songtexte, Tour-Info-Empfehlungen, Diskografie, Album-Rezension, Song-Rezension, Klingeltöne und mehr. Könnt ihr direkt in Spotify anhören, wenn ihr den Premium-Account für mobile Endgeräte habt. Ja. So, was haben wir hier noch? NFC-Tag-Reader habe ich euch ja schon erzählt. Wo haben wir den? Irgendwo habe ich den eben gesehen. Hier, LG Tag. Könnt ihr den Automodus einstellen und das Ganze auf Tag schreiben. Dann habt ihr hier Büromodus, Wi-Fi, Datennetz, Töne und so weiter. Das Wichtigste, Schlafmodus und Benutzermodus. Da könnt ihr einiges selbst einstellen. Wenn ihr jetzt einen Tag löschen wollt, dann drückt ihr hier drauf. Dann könnt ihr das, was auf dem Tag gespeichert ist, löschen. Und wir haben hier auch schon zwei Tags dabei, die mitgeliefert werden. Und testen wir einfach mal, wie das funktioniert. Das wäre jetzt Car-Mode. So, ihr haltet das dagegen. Klebt das einfach ins Auto und jetzt kommt Navigation, Google Maps Navigation. Zustimmen und so weiter und so fort. Und dann kommt ihr hier da direkt hin, immer wenn ihr das dagegen haltet. Oder wir haben hier noch einen Tag Office Mode, also das könnt ihr auch in euer Büro kleben zum Beispiel. Ihr kommt rein, das klebt auf eurem Schreibtisch, einfach Gerät einmal drauflegen, dann steht hier jetzt Büromodus aktiviert. Nochmal drauf, Büromodus ist schon aktiviert, wieder deaktivieren. Also diese Tags sind sehr praktisch und sinnvoll, da könnt ihr quasi alles vollkleben, was ihr vollkleben wollt mit irgendwelchen Shortcuts, zu Hause, Wi-Fi, an, aus und so weiter und so fort. Das, was relevant ist für euch. Ja, den Play Store habt ihr jetzt gesehen. Wir haben hier einen Quad-Core 1,5 GHz Nvidia Tegra 3 Prozessor. Der soll besonders gut sein für Spiele. Das Gerät soll laut LG ein Multimedia-Wunderwerk sein. Deswegen testen wir jetzt einfach mal das ein oder andere Spiel. Ich zeige euch einen kleinen Überblick. Ich beende mal hier alles. So, und lasse dann einmal den Quadrant Standard laufen und zeige euch gleich die Ergebnisse. So, und wenn ihr jetzt hier auf Yes drückt, dann bekommt ihr einmal eine Einordnung. Your Device 4398 im Score. Hier seht ihr noch einmal die Zahlen, CPU, Memory und 2D, 3D und so weiter. Dann habt ihr hier noch Samsung Galaxy Tab drunter, Samsung Galaxy Nexus, Samsung Nexus S. Ja, so viel zu den Multimedia-Funktionen des LG P880 Optimus 4X HD. Ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck bekommen. Das war der gesamte Videotest. Wenn ihr Fragen habt, weitere Infos sucht, dann geht auf www.handy-mc.de. Alle Tarife im Vergleich, Preise und so weiter und so fort findet ihr auf www.handy-deutschland.de. Vielen Dank fürs Zuschauen.